Hallo und herzlich willkommen zu Let's Multiplayer Call of Duty World War 2 mit mir, Alava 190. FG42, jetzt mal am Start. Gucken mal, ob ich damit was reißen kann. Und ja, damit ist denn auch für mich schon wieder das WW2 aufnehmen, denn hiermit auch vorbei. Lief eigentlich doch ganz gut. Lief doch eigentlich ganz okay. Mit dem Scoring und sowas. Also mit den, ne? Paar Killstreaks alles so bekommen. Ist okay, ist okay. Also kann ich schon zufrieden sein. Ich hoffe mal, dass da noch ein paar join. Ansonsten werden 3 gegen 4 ein bisschen kacke. Nicht jetzt noch im letzten Match. Das war halt echt ein bisschen traurig. Aber man muss sagen, es sind... Na, fick dich doch. Es sind halt echt wenig Leute, die WW2 spielen. Wir haben es aktuell 14 Uhr. Immer noch am 11.06. Ja. Ich hab jetzt gedacht, dass der Dude hier eigentlich immer noch am Chillen ist. Ja, hier ist noch irgendwo einer am Chillen. Alter, er schießt die langsam. Eieiei. Charlie wird gesichert. Aber die macht natürlich ein bisschen guten Wumms. Hat ein bisschen ein kleines Magazin. 20 Schuss. Like a BAR. Aber haut auf jeden Fall ganz gut rein. Wir brechen ihnen das Rückgrat. Na, 4 Gegner, ja. Wie gesagt, bisschen traurig, dass es so wenig Leute sind. Bin, wie gesagt, auch gespannt, wie es ist. Wie es mit Black Ops 4 denn wird. Und das kann sie jetzt einfach nur ziehen, Mann. 3 gegen 3, das zieht sich jetzt wahrscheinlich. Ich hoffe mal, dass relativ schnell neue Leute connecten. Verbunden. Verbunden. Da verbinden gerade welche. Das ist okay. Ich muss sagen, auch wenn man in MW2, MW3 habe ich jetzt schon länger nicht mehr gespielt, aber da müsste es genauso sein. Auch wenn man MW2, MW3 spielt, das dauert zwar 1000 Jahre, bis man da mal eine Lobby gefunden hat. Aua, okay, sehr schön. Zumindest schon mal gegen 5 Leute, das heißt, es geht auf jeden Fall ein bisschen schneller. Genau, wenn man da auch lange warten muss, bis man da endlich mal eine Lobby gefunden hat, aber man findet eine Lobby, die auch komplett voll ist, nicht so wie hier, ja, vielleicht, vielleicht auch nicht. Wird es ein 3 gegen 3 oder... keine Ahnung. Na, seine Fuckwaffe schießt natürlich... Also, okay. Er hat... Schnellfeuer. Super. Schnellfeuer fehlt der FG hier natürlich auch. Baker wurde überrannt. Zack. Na, scheiße. Ich bin auch, wie gesagt, komplett gespannt, was mit, wie Black Ops 4 wird. Ich weiß noch nicht wirklich, was ich davon halten soll. Gehypt bin ich definitiv nicht mehr. Auf irgendein Spiel. Interessant, dass ich den nicht killen konnte. Weil Hypen braucht man nicht. Das letzte COD, wo ich gehypt war, war Ghosts. Und das halt auch zu Recht. Meiner Meinung nach. Aber ansonsten braucht man nicht irgendwie ein COD auf irgendwas sich hypen. Fick dich! Weil man wird halt wahrscheinlich, wenn man sich zu durch halbt oder sonst irgendwie freut, wird man meistens einfach enttäuscht. Alter, wieso gekritt? Was? Kann man den nicht treffen? 6-0, ey. Er campt natürlich bei uns am Spawn, was natürlich negativ ist. Egal. Gucken, ob wir ihn vielleicht... Ist der Dude jetzt hingelaufen? Keine Ahnung. Wo ist er? Gut, er ist... ...geblich hier irgendwo. Da. Ey, ich kriege ihn nicht, weil er da schon wieder mit seinen... Ey, die sind nur am Campen. Ich verstehe nicht, die nehmen halt auch nicht B ein, ne? Mann, Alter, kannst du damit das jetzt mal sein lassen mit dieses scheiße Campen, Mann? Sie nehmen Baker ein. Super, jetzt nehmen sie natürlich B ein. Wie gesagt, das Campen wird halt auch immer schlimmer. So unfassbar. Vor allem, ich weiß auch nicht, was da... Ah, scheiße. Was daran Spaß macht. Du sitzt da die ganze Zeit an einer Stelle und wartest. Bis dir eventuell mal einer reinläuft. Mein Gott, das meine ich nämlich. Ja, habt ihr es gesehen? Es ist kein Wunder. Zumindest ist die Lobby voll. Geht natürlich relativ schnell. Und ja, USS Texas ist so eine Scheiß-Map.
So eine dumme Map. Natürlich liegt da eine Claymore. Keine Ahnung, wo der schon hier sitzt. Man sieht, der Dude campt. Der Dude hier campt. Anstatt mal vielleicht mal ein bisschen vorzulaufen, den einen oder anderen Gegner mal zu killen und vielleicht auch mal B einzunehmen. Aber nö, warum auch? Hi. Nee, bevor ich da runtergehe, tue ich nachladen. Na, Ripperinho? Ne. Baker wird abgeriegelt. Doch? Nee. Wir verlieren den Kampf. Ah, schade, da hätte meine Mund. Da hätte meine Mund. Was du da? Alter, lauf doch mal, Dude. Da hat meine Mumpeln eh nicht gereicht. Alter, lauf hin, Freunde. Ja, scheiße, und dann wäre ich von links geholt. Ja, gut. 12-15. Naja. Wie gesagt, ich wollte euch nicht die gleiche Waffe nochmal. Eine gleiche Waffe zeigen. Ansonsten wäre hier irgendein Schnellfeuergerät hier am Start. Keine Ahnung. Wahrscheinlich die M1928 oder sowas. Oder MP40. Ja, vielleicht doch die ST-44. Irgendwie sowas in der Art. Guckt euch mal wie ekelhaft an. Ja gut, das war glaube ich am Anfang. Vor allem, er hat sich hundertprozentig, nachdem er gestorben ist, wieder dahin bewegt. Hundertprozentig. Herrschaft, übernehmt die Kontrolle. Ja gut, das ist halt echt so. Ausrücken, schaltet den Feind aus. Charlie wird abgeriegelt. Oh Mann. Ja, es müsste halt irgendwie einen Anti-Camp-Schutz geben. Charlie gehört uns. Oder einen Camp-Schutz? Ne, Anti-Camp. Irgendwas Anti-Camper-mäßig. Das wäre halt mega nice. Also, ich sehe schon hier, was gar nicht da ist. So, den holen wir. Alter, 7 Schuss. Interessant, jetzt bin ich mal hier oben drauf. Ach, scheiße, und die kriegen nur einen weiteren, schade. Ich wollte jetzt sagen, jetzt stehe ich da oben und es kommt kein Schwein. Oh Mann. Ja, also die FG-42 ist gut. Braucht definitiv Schnellfeuer. Au. Baker wurde überrannt. Also Schnellfeuer ist, muss auf jeden Fall hier ran und ein großes Magazin. Die Sache ist halt die, ich spiele das die Waffe so selten, dass ich auch kaum hätte durchballern, natürlich nicht. So selten. Er liegt da. Er hundertprozentig wird er sich da auch nicht wegbewegen. Gut, jetzt wurde er gekillt, jetzt muss er sich bewegen. Sie bewegen sich. Boom in den Cockpit. Ja, MG42. Ja, MG15, okay. Ja, jetzt sind sie halt wieder am Spawn campen. Das ist ja jetzt Superman. Oh Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Schlimm geworden. Echt schlimm geworden. Feindlicher Aufklärungsflieger entdeckt. Hi. So, und einer müsste praktisch theoretisch unter Umständen genau hier sein. Weil er mit seinen komischen Störer oder sowas verrät immer die Position. Black Nibber. Nibber. Halt die Klappe. Newton. Einfach mal Suppressing Fire. Ja, das ist halt die Sache, dass du halt nicht mehr weit wegkommst. Ja, es ist lächerlich. Du bist halt jetzt gespawncampt. Du wirst hart gespawncampt jetzt. Oh, ist das traurig? Ist das traurig? So, gehen wir halt mal mit Prefire rum. Weil, wo soll er? Ey, es sind 3 Leute in dieser Kombüse. Es ist nicht wahr. Warum machen die sowas? Wenn ich jetzt links rumgehe, bin ich auch tot. Nee? Tot? Nein? 3, 2, 1, tot? Nein? Baker wird gesichert. Jetzt bin ich tot. Weil er dahinter sitzt. Alter Punisher, du Depp, du bist auch nicht besser. Komplette Team ist nicht besser als unser Dude. Ist der ganz Vorräte oben? Unterwegs. Schützt die Abwurfzone. Ja, er ist die natürlich ganz oben. Sucht nach Zielen. Oh Mann, oh Mann. Ja, natürlich. Ein so ein Spiel hat man natürlich immer. Es ist so unfassbar. So, das macht das Game halt schon wieder schlecht.
Das macht das Game so richtig schlecht. Baker wird abgeriegelt. Zack, endlich mal durchgebrochen. Fix mal nachladen. Ja, und dann kommt er von hinten, weil er bei uns am Spawn campt, dreht sie um und killt mich. Feindliche Aufklärungsflieger entdeckt. Oh Mann, oh Mann. Sie erobern Baker. Oh Mann. Ja, er holt mich. Wir haben B verloren. Ja, 1827. Kann ich knicken. Schade, schade. Dass das, WW2 so zu Ende geht. Die Brücke. Feindlicher Jäger nähert sich. Schade. Ja gut, jetzt werden wir gleich noch vom Jäger gekillt. Ja. Kannst halt nichts machen. Feindliche Bombe im Anflug. In Deckung. Ah, schade, 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 schade. Echt traurig. Rebrinho, das müsste mich treffen, ja. Feindliche Aufklärungsflieger in Deckung. Schade, schade. Ja, jetzt stehen sie schon direkt in Spawn drinne. Oh, Spawn ist geswitcht. Bringt uns aber auch nichts mehr, Alter. Wir nehmen Abel ein. Bringt uns nichts mehr. Auf dem oberen Deck. Sie nehmen Charlie ein. Ja, weil da schon die Nate kommt. Charlie ist verloren. Ja, naja. Egal. Kann man halt nichts mehr zu sagen. Finde ich schade. Sowas müsste halt irgendwie unterbunden werden. Baker wird gesichert. Die Frage ist halt bloß wie. Da kann man jetzt einfach mal GG Camper Wins reinschreiben. Weil was anderes war es im Endeffekt nicht. Er sitzt hier oben und dann seht ihr, ne? Er braucht halt mit 100 Schuss, glaube ich, packt das Ding. Nee. Ja, die waren halt am Campen. Weißt du, das sind dann solche Leute. Ich glaube, das war der Einzige, der, glaube ich, nicht gekämpft. Ich bin mir nicht sicher. Aber die restlichen 4 Spieler haben gekämpft. Es ist Fakt. Und da braucht er nicht umherheulen. Und wenn sich solche Leute dann halt so angesprochen fühlen, war er wahrscheinlich auch ein Camper. Hundertprozentig. Na egal. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich bin auf jeden Fall raus. Ich bin Adlerwache 1990. Und ja, WW2, wie gesagt, ich weiß nicht, wie lange das noch kommen wird. Vielleicht wird das auch bald abgesetzt, weil zu wenig Spieler oder mal sehen. I don't know. Hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Auf jeden Fall, ich bin raus. Bisschen geleakt habe ich ja schon, was Let's Play technisch kommt. Und dann kommt eventuell als nächstes MW2. Ich weiß es nicht, kann ich nicht versprechen. Ansonsten Black Ops 1 oder so. Irgendein COD auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ich bin raus. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao, Leute.